So, hier haben wir mal wieder ein ganz kleines Infovideo. Nämlich, viele von euch kennen wahrscheinlich nicht Pankt. Oder Pankt ist halt da, wo früher, ich weiß gar nicht, ob das wirklich so ist, aber ich bin mir da eigentlich ziemlich sicher. Auf MTV gab es immer eine Serie, wo die Leute geprankt werden. Also es war noch nicht zu Prank-Pro-Zeiten und alles Mögliche, sondern da, wo ich noch 14, 15, 16 war. Also vor 15 Jahren oder so. Da wurden halt Menschen immer wieder geprankt. Und genau das haben wir jetzt zur Zeit. Jede Stunde in Risky Reels. Das Ganze werden wir jetzt mal gucken in der Solo-Runde. Also jede Runde, jede volle Stunde läuft da halt gerade eine Episode ab. Also die allererste. Jede volle Stunde. Heißt, wir haben jetzt gerade kurz nach drei. Ich habe mir gerade gedacht, komm. Nimm dir jetzt noch die Zeit, nimm das Video gerade auf und dann könnt ihr halt genau da hinfliegen. Aber das Problem ist, die Folge ist in Englisch. Also man hört im Spiel selber nichts und die Folge ist auch dann einfach nur mit Untertitel und in Englisch. Aber ich wollte euch jetzt ganz einfach mal ganz schnell zeigen, wie das Ganze aussieht. Ich war gerade schon eine Runde Solo und war auch da vor Ort. Also die Folge lief auch gerade. Nur bevor ich mir hier den Mund fusselig rede, habe ich mir gedacht, weißt was, geh erstmal vorher gucken, nicht dass du dann wieder neu aufnehmen kannst. Ich hoffe halt einfach, dass es jetzt nochmal da ist. Das Ganze war heute Abend, also gestern Abend, war das auch schon mal ein eigener Modus, aber der ist komischerweise jetzt nicht mehr da. Ich weiß nicht, ob es einfach nur ein Test war oder wieso es diesen Modus gab. Da ist man auch nur mit 14 Leuten dahin geflogen und das war es dann eigentlich auch schon wieder. Jetzt hoffe ich halt einfach mal, dass wir im Solo-Modus uns da irgendwo auf den Baum setzen können und uns das Ganze mal ganz entspannt angucken können. So. Weil in Gruppenkeile werden eh alle da rumfliegen. Ich probiere halt jetzt irgendwo auf den Baum zu landen. Ich weiß jetzt nur noch nicht, wo ich genau landen soll. Ich würde sagen, den rechten Baum nehmen wir da. Ja, einer landet. Klar, dass hier Leute landen, ist klar. Aber wir versuchen uns jetzt echt mal ein bisschen hier zu verstecken. So, ah, da seht ihr schon. Und so läuft das dann ab. So. Ich bleibe jetzt extra mal hier ein bisschen. Ah, genau das haben wir nämlich heute schon mal gesehen. Da wurden halt die Leute verarscht, dass da ein echter Bär rumläuft. Aber es sieht doch verdammt echt aus. Und so wurden halt früher die Pranks gemacht. Also was ihr eigentlich sonst so kennt, wurde halt früher genau so gemacht. Da jetzt seht ihr, wie der Affe an dem Auto da rumzerrt. Der Mann will rausgehen. Das war früher so krank. Da gab es ja noch kein YouTube oder sowas. Das dürft ihr auch nicht vergessen. Oh nein, er hat mich gesehen. Also wie gesagt, jede volle Stunde könnt ihr hier landen. Und euch halt, wie gesagt, das Video angucken. Aber ihr seht selber, ist halt nur mit Untertitel. Ich meine, das ist auch ein bisschen viel erwartet, dass das jetzt in Deutsch wäre. Ich weiß gar nicht, ob das in Deutschland überhaupt ausgestrahlt wird. Ah, hier wird es gerade aufgelöst. Also jetzt mal ohne Quatsch, stell mal vor, da ist noch ein Käfig. Und ja, da zeigen sie es gerade. Der ist halt aus dem Käfig ausgebrochen und geht dann zu dem Auto hin. Und die Frau, ich weiß nicht jetzt nicht, ob es mit Promis ist. Aber ich denke mal, wenn ich das Auto da sehe, das sieht nicht aus wie ein normales Auto. Also schon geil gemacht. Also viele werden den auch noch kennen, die so in meinem Alter sind, die wissen auch, was ich meine. Aber ich meine, auf MTV war das damals, dass die Leute halt so geprankt wurden und alles. Da im Hintergrund seht ihr auch die Tierkäfige. Und jetzt wird halt aufgelöst. Und wie gesagt, jede volle Stunde könnt ihr euch das sagen. Ah, siehst du, MTV, ich wusste es doch. Ach, bester Mann. Doch nicht zu alt. So, das war's schon wieder. Jetzt haben wir 8 Minuten nach 3. Also ihr müsst wirklich zur vollen Stunde da sein. Ansonsten funktioniert das Ganze halt nicht. So, was passiert hier noch Schönes? Weil ich glaube, wenn ich jetzt runterspringe, sterbe ich safe. Mann, die hier unten. Aber guck mal, wie ehrenlos. Da so sind Fortnite-Spieler. Er weiß eigentlich genau, warum ich hier im Baum hänge, aber nein, er muss versuchen, mich runterzuholen. So, wenn ihr euch wundert, warum im Titel auch noch Skin-Verlosung steht, dazu auch die kleine Info: Wir machen immer noch Skin-Verlosungen, sobald ich einen Solo-Sieg hole,
könnt ihr halt einen Skin gewinnen, aber natürlich nur die Mitglieder, ist einfach nur als kleines Dankeschön, dass ihr meinen Kanal so supportet. Und kurze Info auch an alle anderen, oben links und rechts seht ihr den letzten und den Top-Donator, das ist der Sir.Simon01. Also wenn ihr da mal gerne ein Abo dalassen wollt, würde mich unterstützen und ihn natürlich auch, weil er supportet den Kanal schon heftig, was die finanzielle Ansicht betrifft. So würde ich es sagen. So, was macht er da unten? Versucht er uns noch zu holen? Oder hat uns doch nicht gesehen? Aha. Ah, Heli kommt auch. Du kommst leider zu spät. Die Folge ist schon rum. Aber wie gesagt, gerne da ein Abo dalassen. Wenn ihr Bock habt, auch gerne wieder meinen Creator-Code eintragen. Auf Ehrenbruder-Basis. Würde mich halt auch supporten. Und wer Bock hat, kann mir auch natürlich auch gerne auf Insta schreiben. Würde mich natürlich auch freuen. So, gucken wir mal. Und jetzt brauchen wir natürlich erst noch nicht hier runter zu gehen. Jetzt kommt der mit seinem Heli noch. Der will sich wahrscheinlich die Folge aus dem Heli angucken, aber die Folge ist schon rum. So, ist er. Oh, der ist immer noch da. Ich weiß halt auch nicht, ob ich den Sturz hier überleben kann, aber da unter mir ist ja noch die Hütte. Ah, ich glaube, jetzt reicht's. Und. Ach, kleiner Fallschaden. Kleiner Fallschaden ist nicht schlimm. Also, mal gucken, ob wir hier noch irgendwas auf die Reihe bekommen jetzt hier in der Runde. Die Heal-Bazooka habe ich hinten gesehen. Der fällt da erstmal alles ab. Ja, FPS-Drops sind zurzeit echt ekelhaft. Ihr seht es ja, 4 FPS, 2 FPS. Ekelhaft. Jetzt kann ich echt gucken, was sie eben hier noch übrig gelassen haben. Er ist hinten rumgegangen. Aber wie gesagt, gestern Abend im Livestream war echt nice. Also, wer mal wirklich wieder Bock hat zu lachen, gerne mal im Livestream vorbeischauen. Ihr werdet es definitiv nicht bereuen. Ich kann auch wirklich immer wieder nur Danke sagen. Ich würde fast behaupten, ich habe mit die gesündeste Community, was Fortnite betrifft. Also auch mit 30 Mann, der Chat läuft ganz normal, es wird nicht beleidigt oder sonst irgendwas. Alles ganz entspannt. So, jetzt muss man aufpassen, dass hier der Gegner nicht mehr da ist. Was haben wir hier für ein Drecksloot hier liegen gelassen? Aha, Pump geht noch. Was liegt hier noch? Ehre. Ja, ich krieg mein Leben noch voll. So, und das noch mit. Ja, leckt noch mehr. Also ich weiß nicht, ob es nur an mir so liegt. Also ob das nur bei mir so ist, aber einige haben mir auch gesagt, dass bei anderen Streamern auch so ist, dass das Spiel manchmal wirklich teilweise bald einfriert. Also wenn sie dann nicht bald was ändern, dann wird das Spiel echt ein bisschen kritisch zum Spielen. Ich meine, es geht noch einigermaßen, aber in Baufights oder so ist das natürlich nicht so nice, würde ich sagen. So, ist hier irgendeiner? Ja, hier ist schon einer gelandet. Ah, er hat schon alles weggelootet. Ihr wisst ja, alle, die jetzt noch da sind, erstmal danke für euren Support. Weil genau von so Sachen kann ich natürlich auch die Skin-Contests und hast nicht gesehen machen. Und ich hoffe halt einfach, die Info hat euch gefallen, weil, wie gesagt, anscheinend geht das Ganze halt nur 8 Minuten. Also das Ganze war halt jetzt rum um 8 Minuten nach 3 nachts. Deshalb das Video werde ich wahrscheinlich auch direkt online stellen, damit ihr morgen früh auch direkt wieder was zu gucken habt, beziehungsweise heute früh. Weil ich glaube, viele sind nicht mehr online, weil alle gucken immer nur den Shop und dann war es das eigentlich. So, dann gucken wir mal, ob wir bei Midas noch ein bisschen Radau machen können. Vielleicht noch ein, zwei Kills wegholen. Boah, das gesehen, 3 FPS. Ah, hier sind die Eingänge wahrscheinlich. Da bin ich schon mal gespannt, was da auf uns zukommt.
Weil das mit der Serie ist in meinen Augen kein Live-Event. Das ist ja nix. So, ist hier überhaupt einer gelandet? Aim ist wieder voll da. Aha, der Körbler kommt. Guck mal, das meine ich, ich bin überhaupt nicht nach vorne gegangen. Hä? Wo ist er? Ist er runtergesprungen? Was für ein Feigling, gell? Ja, Marshmallow, was war jetzt? Ah ja. Tut mir schon fast leid für den Marshmallow, ey. Ah, oh, diese FPS-Drops. Ein bisschen Heilung wäre vielleicht auch nicht schlecht. Aber so kann man mal hier anfangen, ne? Ah, wer macht da Auge? Der sich meine Loot gekrallt hat. Ah, ich glaube, den Kampf machen wir jetzt noch. Ja, er war natürlich oben. Aber wie gesagt, ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Und in dem Sinne würde ich einfach sagen, euch noch einen schönen Tag. Ich denke, mein Livestream wird heute definitiv kommen oder ist schon dran. Und in dem Sinne, haut rein.